Buenas tardes, everybody, und willkommen zu diesem Video, was gleichzeitig das 21. Türchen des kulinarischen Adventskalenders ist, bei dem ich dieses Jahr dabei bin. Und zwar möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie man meine Lieblingsplätzchen, nämlich Chocolate Chip Cookies, zubereitet. Das Ganze mache ich nach einem in einem Song tatsächlich beschriebenen Rezept. Und dieser Song heißt Chocolate Chip Cookies und ist von den Wise Guys. So, ich habe hier schon mal alle Zutaten auf den Tisch gelegt. Dazu gehören nämlich Zucker 280 Gramm, Zuckerrübensirup davon 40 Gramm, 200 Gramm Margarine, 2 frische Eier, dazu 400 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Natron und ein Vanillepulver, ungesüßt. Ich habe da aber einfach Vanillezucker genommen, das macht keinen großen Unterschied. Und einen halben Teelöffel Salz und 300 Gramm Schokolade. Ich werde das Ganze, weil ich ein klein wenig faul in der Küche bin, mit dem Thermomix zubereiten. Allerdings werdet ihr zu späterer Stelle in diesem Video sehen, dass das nicht die gänzlich cleverste Idee war, die ich je hatte. Also man kann das Ganze auch normal mit einem Mixer oder so machen. Als ersten Schritt zerkleinere ich erst einmal die Schokolade. Das heißt, ich breche 300 Gramm Schokolade in kleinere Stücke und tue das Ganze in den Thermomix, wo ich das Ganze zerschreddere. Bei mir ist das Ganze etwas feiner geworden, als es sollte. So krass muss es also nicht sein, aber das passt schon. So, die Schokolade habe ich jetzt erstmal umgefüllt. Jetzt fangen wir erstmal mit dem Teig an. Das heißt, wir nehmen zuerst einmal Zucker, davon 280 Gramm und Zuckerrübensirup. Ich persönlich bevorzuge es, den Zuckerrübensirup vorher eine halbe Minute oder so in die Mikrowelle zu tun, denn dieses Zeug klebt meiner Meinung nach besser als Uhu und es ist wirklich einfacher, wenn es ein bisschen flüssiger und weniger klebrig ist. Das heißt, davon nehmen wir 40 Gramm und kippen das hinterher und vermischen das Ganze. Dazu kommen 200 Gramm weiche Margarine und 2 frische Eier. Das Ganze muss dann gut verrührt werden, bis es ungefähr so wie bei mir aussieht, bis es ein schöner, glatter Teich ist. So, dann nehmen wir eine zweite Schüssel und da packen wir die restlichen Zutaten rein. Das heißt 400 Gramm Mehl, jeweils einen Teelöffel Natron und einen Vanillezucker. Wie gesagt, im Original ist es Vanillepulver, aber es macht wirklich keinen Unterschied. Zudem kommt jetzt noch ein halber Teelöffel Salz und das Ganze wird dann gut vermischt. Wenn ihr das Ganze gut vermischt habt, kommt es in die erste Schüssel rein und es muss vermischt werden. Und damit sind wir auch an dem Punkt angekommen, an dem ich den Thermomix besser nicht mehr verwendet hätte, denn dieser kann, sofern ich richtig liege, nicht mehr als 600 Gramm auf einmal rühren. Das heißt, ich würde euch empfehlen, dafür eine andere Schüssel zu nehmen oder den Teig irgendwie zu teilen in zwei Hälften und es dann zu machen, dann funktioniert das natürlich. Jedenfalls ist es jetzt so, dass ihr die Inhalte der beiden Schüsseln gut vermischt, bis sie einen Teig ergeben. Danach kommt noch die Schokolade rein. Nicht alles auf einmal, immer in kleinen Abständen ein bisschen dazugeben, bis alles gut vermischt ist. Danach muss der Teig für 24 Stunden in den Kühlschrank. Das heißt, ihr packt es in einen luftdichten Behälter, in Folie oder in eine Tupperdose und dann wartet ihr 24 Stunden, bevor ihr damit weitermacht. Chocolate Chip Cookies. Einen Tag später kann es dann auch schon ans tatsächliche Backen gehen. Das heißt, ihr formt aus diesem Teig kleine Kügelchen, die ihr in weitem Abstand aufs Backblech legt. Und damit meine ich klein und weitem Abstand tatsächlich wörtlich, denn die Kekse gehen echt auf. Was ungefähr heißt, dass die ungefähr dreimal so breit werden, wie die Kügelchen vorher waren. Und wenn ihr nicht einen Monsterkeks haben wollt, dann würde ich euch empfehlen, wirklich Abstand zu lassen. Nach meiner Erfahrung sind 16 Kügelchen ungefähr das meiste, was ihr auf ein Backblech legen solltet, wenn ihr keinen Monsterkeks produzieren wollt. Das Ganze wird dann bei 180 Grad auf mittlerer Schiene eine Viertelstunde gebacken. Danach ist das Ganze fertig. Die Kekse sollten dann schon so einen leichten Braunton haben. Sie sind dann noch ziemlich weich, wenn ihr sie aus dem Backofen rausnehmt. Daran solltet ihr euch aber nicht stören. Es dauert ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten, bis die Kekse hart sind und die Konsistenz haben, die sie am Ende haben sollten. Das ganze Rezept ergibt, wie ihr unter Umständen halbwegs auf dem Video erkennen könnt, eine relativ große Ladung Kekse. Allerdings solltet ihr euch daran nicht stören, denn in der Regel, zumindest ist es bei mir in der Familie so, sind diese Kekse als erstes von allen weg. Und an dieser Stelle sind wir durch mit dem eigentlichen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht probieren es einige von euch ja sogar aus. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Schaut euch doch auch gerne die anderen Videos vom kulinarischen Adventskalender an. 3 Türchen kommen noch, 20 sind schon gewesen und da sind extrem viele tolle Sachen dabei gewesen. Also schaut da gerne mal rein. Der Kanal-Link, den seht ihr jetzt in der Infokarte und der ist auch in der Infobox angegeben. So, und das war's nun endgültig mit diesem Video. Ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit und einen schönen Tag. Hasta luego. Bye.